Hallo, heute ist das Thema Packen und Entpacken. Wenn ich vom Packen und Entpacken rede, meine ich aber nicht Weihnachtsgeschenke, sondern Dateien. Beim Packen auch Archivieren genannt, werden mehrere Dateien in eine Datei geschrieben, beziehungsweise werden die mehreren Dateien aus der Archivdatei dann wieder entpackt. Meist werden die Archive noch nebenbei oder danach komprimiert. Ihre Speichergröße wird reduziert. Im Desktop-Modus bei GNOME geht man wie folgt vor. Man wählt die Dateien aus, die archiviert werden sollen, zu einer Datei. Ich öffne den persönlichen Ordner, mache einen Doppelklick drauf, gehe zum Ordner Bilder, mache ebenfalls einen Doppelklick drauf und markiere meine Dateien. Klicke mit der rechten Maustaste auf eine markierte Datei und wähle Archiv anlegen. Nun bestimme ich das Format, den Namen und den Speicherort der Archivdatei. Starte das Archivieren und Komprimieren mit dem Button Anlegen. Nun gibt es eine neue Datei. Die Archivdatei ist rund 750 Kilobyte groß. Das sieht man in der Statuszeile. Und dort stecken jetzt alle markierten Dateien drin. Die beiden markierten Dateien, die archiviert wurden, sind rund 870 Kilobyte groß. Das eigentliche Programm, das fürs Packen und Entpacken zuständig ist, heißt FileRoller und ist zu finden unter Anwendung, Zubehör, Archivmanager. Man kann es mit dem Befehl File-Roller starten. Um ein neues Archiv anzulegen, klicke ich auf Neu. Wähle den Namen, den Speicherort und das Format der Archivdatei und klicke auf Neu und füge anschließend die Dateien, die verpackt werden sollen, hinzu. Klicke auf Hinzufügen, klicke eine Datei an drücke die Steuerungstaste und klicke weitere Dateien an und lasse die Steuerungstaste wieder los und bestätige das Ganze mit dem Button Hinzufügen. Und das Archiv wird neu angelegt. Nun schließe ich den FileRoller wieder. Und es gibt ein weiteres Archiv. Nun zum Entpacken. Dazu kopiere ich vorerst die beiden Archivdateien, markiere die beiden Dateien, gehe dann auf Bearbeiten, Kopieren. Öffne den Ordner Entpacken, mache einen Doppelklick drauf, gehe auf Bearbeiten, Einfügen. Ich klicke die Archivdatei mit der rechten Maustaste an und gehe auf Hier Entpacken. So werden die Dateien aus dem Archiv in den aktuellen Ordner geschrieben. Dazu gibt es einen neuen Ordner. Hier sind jetzt die Dateien drin. Oder ich mache einen Doppelklick auf die Archivdatei, die übrigens eindeutig an der Dateiendung bzw. am Symbol zu erkennen ist. So wird der FileRoller mit dem Archiv gestartet. Klicke nun auf Entpacken, wähle den Zielordner oder ob alle Dateien oder nur bestimmte Dateien entpackt werden sollen, etc. Gehe anschließend auf Entpacken, schließe den FileRoller wieder. Hier sind die entpackten Dateien. Ich kann Dateien im Nachhinein aus dem Archiv entfernen oder hinzufügen.
Öffne vorerst ein Archiv mit einem Doppelklick drauf. Ich klicke eine Datei im Archiv an und drücke die Entferntaste, um die Datei aus dem Archiv zu löschen. Bestätigung mit OK. Um eine Datei schnell hinzuzufügen, klicke ich die Datei an. Und behalte den Klick bei und ziehe die Datei dann auf den File-Roller, den Archivmanager. Warte ein bisschen. Und die Datei ist hinzugefügt worden zum Archiv. Gut. Das war's dann vorerst wieder. Das nächste Mal das Ganze im Textmodus. Und bis zum nächsten Mal.